In ihrem ursprünglichen Lebensraum in Afrika haben Flusspferde natürliche Feinde wie Löwen und Krokodile. Hier in Kolumbien leben die tonnenschweren Kolosse fast unbehelligt. Das Nahrungsangebot ist reichlich. Das tropische Klima ideal. Schau, da sind sie. Gina Serna und David Echeverri vom staatlichen Umweltamt Cornare beobachten die wachsende Ausbreitung der Tiere mit Sorge. Da ist das Alpha-Tier. Das erste Flusspferd, das hierher kam. Ja, der ist schon viele Jahre hier. Schau ihn dir an. Einen ganzen Po größer als der andere. Riesig. Er muss zwischen 5 und 10 Jahre alt gewesen sein, als Pablo Escobar ihn herbrachte, vor 40 Jahren. Er muss also zwischen 45 und 50 sein. Ja, er ist unglaublich groß. Inzwischen sehen die beiden Naturschützer aber auch immer öfter, wie ausgewachsene Jungtiere den bisherigen Chef der Gruppe herausfordern und ihm seinen Rang streitig machen. Das ist dann kein Kampf um Leben und Tod, wohl aber um die Dominanz im Revier. Ein Wettbewerb um Lebensräume und damit auch um Vorrechte bei der Paarung. Wenn Flusspferde um die Vorherrschaft kämpfen, reißen sie ihr Maul auf und attackieren sich mit ihren Hauern. Dann nehmen sie Anlauf, markieren ihr Revier und gehen wieder aufeinander los. Gern auch unter Wasser und mit aller Gewalt. Bei unserer nächsten Aktion wollen wir ein Hippo mit einem Sender beringen, der uns Hinweise liefern wird, welche Wege die Tiere zurücklegen. Für Gina ist es wichtig, die Routen der Kolosse zu kennen. Wer den Kampf verliert, zieht ab. Das macht mir Sorgen. Wohin geht er? Hier wird er nicht bleiben. Er schnappt sich ein paar Weibchen und besetzt eine Region irgendwo anders am Rio Magdalena. Das macht die Lage für uns unkontrollierbar. Er wird irgendwo an einem See oder Fluss weitere Hippos zeugen. Erwiesen ist, dass die invasiven Flusspferde die Wasserqualität verschlechtern. Fische und andere Tierarten sind bedroht, aber auch die Menschen. Drogenboss Escobar ließ hier auf seiner Finca seinen eigenen Zoo bauen. Der Kartellchef wird von der Polizei erschossen und hinterlässt 1993 die Finca mit Hunderten von Tieren. Ausgerechnet um die 4 Flusspferde kümmert sich niemand. Auch sie waren Jahre zuvor eingeflogen worden. Sie pflanzten sich munter fort. Bis heute ist es in Kolumbien verboten, sie zu töten. Zufahrt zur wohl berühmtesten Verbrecher-Finca der Welt. Das war sie mal, die Hacienda Nápoles. Heute ist das 3000 Hektar große Anwesen ein beliebter Freizeitpark. Top-Attraktion bei den jüngsten Besuchern ist Vanessa. Das kräftige Hippo-Weibchen ist fast schon handzahm geworden. Vier afrikanische Flusspferde ließ Drogenboss Escobar einst an den Rio Magdalena bringen. Inzwischen tummeln sich rund 100 Tiere allein um die Hacienda Nápoles. Klima und Vegetation sind ideal für sie. Sie gedeihen prächtig. Außerdem haben die Hippos keine natürlichen Feinde und finden genug Nahrung an und in den Gewässern, in denen sie sorglos ihre Tage verbringen. Ein Weibchen kann 50 Jahre und älter werden und in seinem Leben mühelos 25 Nachkommen in die Welt setzen. Der Rio Magdalena ist ein langer Strom und bietet mit seinen vielen Nebenarmen genug Platz. Das begünstigt ihre Verbreitung.
Am liebsten würde Gina die dickhäutigen Invasoren konsequent bekämpfen. Tatsächlich hatte das kolumbianische Militär schon mit dem Abschuss begonnen. Dann aber machten Soldaten den Fehler, sich stolz neben einem erlegten Flusspferd fotografieren zu lassen. Tierschützer liefen Sturm. Weitere Abschüsse wurden per Gesetz gestoppt. Die Folgen hier am Rio Magdalena sind gravierend. Na ja, nach 6 Uhr gehört der Fluss denen. Dann kannst du hier nicht mehr fischen. Wenn du es trotzdem tust, greifen sie dich an. Wie? Die Hippos werfen dein Boot um? Ganz genau. Fängst du jetzt eigentlich weniger? Natürlich, wenn diese Viecher am Ufer langschleichen, hauen die Fische doch ab. Was? Die erschrecken die Fische? Klar. Was denkst du denn? Hippos schlagen richtig Wellen. Einmal hat mich ein Tier sogar regelrecht verfolgt. Ich lüge nicht. Gott ist mein Zeuge. Das Hippo war so nah an mir dran wie du jetzt. Flusspferde können an Land Geschwindigkeiten von bis zu 50 Kilometern pro Stunde erreichen. Sie zählen damit zu den gefährlichsten Säugetieren auf der Erde. In Afrika etwa tötet kein anderes Tier Menschen häufiger als Flusspferde. Eine Hippo-Attacke. Dieses Horrorszenario hat Enrique erlebt. Der Bauer, der mit seinem Vater nicht weit weg vom Fluss wohnt, entging dem Tod nur knapp. Sein Kollege hat gesehen, wie das Tier meinen Sohn von hinten angegriffen und in die Luft geschleudert hat. Da nahm es Enrique quer ins Maul und hat ihn geschüttelt. Der Kollege konnte nichts machen, außer das Tier mit Steinen und Ästen zu bewerfen und zu schreien. Als es meinen Sohn endlich fallen ließ, war er halbtot. Was soll man bloß mit solchen Tieren machen? Am besten fangen und weg mit ihnen. Auf keinen Fall dürfen sie hierbleiben und weiteren Schaden anrichten. Sonst geht es noch mehr Menschen so wie meinem Sohn. Was soll ich sagen? Ich komme nicht darüber hinweg. Ich bin völlig fertig, hab ständig Angst. An den körperlichen und psychischen Folgen des Flusspferdangriffs wird Enrique wohl sein ganzes Leben lang zu leiden haben. Durchschnittlich einmal im Jahr bringt ein Weibchen ein Jungtier zur Welt. Wenn der Mensch nicht eingreift, könnte es bald Tausende von Hippos in Kolumbien geben. Mit katastrophalen Folgen für die Umwelt. Aber es könnte auch anders kommen. Weil Pablo Escobar nur ein Männchen ins Land brachte, gehen alle Nachkommen auf diesen einen Macho zurück. Die Folgen dieser Inzucht könnten Krankheiten, Missbildungen und Unfruchtbarkeit sein. Vielleicht, so die Hoffnung mancher, erledigt sich das Problem dadurch irgendwann von selbst.